Einen ganz wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu den Machine Learning News. Ja, wir wollen uns heute ein Paper angucken, das von Nvidia stammt, und zwar dem Few-Shot Vid-to-Vid. Also Few-Shot, wenig Daten sind benötigt, Video zu Video. Das heißt, ihr könnt danach tatsächlich ein Video, das ihr geschossen habt, also zum Beispiel von eurem Gesicht, ja, so ein Talking Head Video, wie es viele YouTuber auch machen, einfach übertragen auf das Gesicht von Angela Merkel oder Donald Trump oder weiß Gott wem, ja, ihr könnt das ohne Probleme auf die andere Person übertragen und das ist wirklich sehr, sehr mächtig. Ihr könnt quasi die andere Person zumindest äußerlich, also im Video, das sagen lassen mit genau den Gesichtsausdrücken, die ihr als Eingabe gegeben habt. Und tatsächlich sind dafür so wenige Daten nötig, dass teilweise ein Bild ausreicht. Ihr braucht nicht mal ein Video, sondern es reicht teilweise wirklich ein Bild aus, um diese Daten als Video dann am Ende zu transformieren, wie wir hier bei der Mona Lisa sehen können. Von der Mona Lisa gibt es tatsächlich nur ein Bild. Das bedeutet, wir haben kein Video zum Training. Wir haben wirklich nur dieses eine Bild. Und das reicht scheinbar völlig aus, um realistische Animationen von Gesichtszügen und alles drum und dran machen zu können. Das Ganze geht allerdings noch weiter und ja, wir sind immer noch bei derselben KI, bei derselben Anwendung, alles bleibt genau gleich, ja. Wir gehen nämlich auf Ganzkörper einfach über, einfach so, mir nichts, dir nichts, ja. Ihr könnt da direkt sagen, ich nehme ein Video von einer zum Beispiel tanzenden Person auf und rechne daraus irgendein Strichmännchen raus oder ich nehme einfach die komplette tanzende Person. Und daraus kann ich dann jeden Noob komplett geile Dance-Moves machen lassen, ja, also wirklich identisch, ohne Probleme. Das heißt, jeder ist ab sofort ein Supertänzer, zumindest im Video, ja, und zwar ohne, dass man irgendwie wirklich was sieht. Also ich meine, die Dinger sehen wirklich realistisch aus. Wenn man genau hinguckt, kann man vielleicht ein oder zwei Artefakte sehen, die nicht ganz so realistisch aussehen, aber tatsächlich sind die wirklich sehr, sehr gut. Also mir ist da nichts direkt aufgefallen. Das Ganze funktioniert sogar mit Statuen, witzigerweise. Das heißt, ihr könnt ab sofort auch eine Statue dancen lassen, wenn ihr das wollt. Und ja, da reichen auch wieder so wenige Trainingsdaten, wie wir es auch beim Bild schon hatten. Also von der Statue gibt es auch keine Videos, wie sie sich bewegt. Da reicht einfach ein Bild von dieser Statue, die dann halt, ja, anfängt zu dancen. Beachtet bitte auch, dass man den Hintergrund trotzdem reinmachen kann. Also das heißt, das Trainingsvideo darf durchaus auch einen Hintergrund haben und auch die anderen, die Videos zu, oder die Bilder zu diesen Personen, die dann am Ende transformiert werden, die haben auch normalerweise einen Hintergrund und der wird einfach direkt wegrationalisiert. Das heißt, der Hintergrund wird sogar noch reingerechnet, ja. Auch geile Anwendung, man kann das Ganze auch für fahrende Autos zum Beispiel verwenden. Das heißt, man kann sich im Endeffekt für selbstfahrende KIs mehr oder weniger unendliche Daten erstellen und dadurch eben das hier bekommen. Also das heißt, man kann quasi einfach das Ganze direkt übertragen. So, und nun für euch ein Fun Fact. Das Ganze ist komplett Open Source. Ihr könnt tatsächlich auf GitHub sogar den kompletten Code euch angucken, was sehr, sehr funny ist oder auch sehr, sehr informativ, muss ich sagen. Denn ja, natürlich gibt es diesen Code in PyTorch, beziehungsweise, was heißt natürlich, aber den Code gibt es in Python natürlich, das ist logisch, und PyTorch ist die Library, die sie hier verwendet haben. Wir haben auch schon ein paar Videos zu PyTorch gemacht, da könnt ihr auch gerne mal reingucken, wobei sich seither leider viel verändert hat, das muss ich dazu sagen, und die Reihe eigentlich mal, nun ja, general überholt werden sollte, weil echt an PyTorch extrem viel geändert wurde. Ihr könnt aber trotzdem mal reinklicken in den Code und euch dann zum Beispiel zu den Models oder sowas mal hier ein bisschen was durchlesen. Hier haben wir zum Beispiel das Base Model und hier kann man tatsächlich nun auch sehen, hey, ja, wir haben hier zum Beispiel eben das Base Model, wie ist denn das aufgebaut, wie sieht der Forward Pass auf und so weiter und so fort. Ihr seht hier auch tatsächlich, dass das nur die Grundklasse sozusagen ist und hier haben wir den Optimizer und so weiter und so fort. Das würde sich jetzt zum Beispiel für ein Let's Read Code eignen, wenn ihr da drauf Bock habt, dann schreibt ihr mir das gerne nochmal. Aber ja, der Code ist relativ umfangreich, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt. Das sind hier bloß die Modelle und allein die sind schon wirklich sehr, sehr umfangreich. Das heißt, alles kann ich da durchaus nicht machen. Ich wollte euch in diesem Video allerdings nur mal dieses Paper vorstellen, weil ich es einfach wirklich faszinierend fand, dass das Ganze so
gut und auch so vielfältig arbeitet. Also ich meine, wir haben Gesichter, wir haben Street View und wir haben Posen und wir brauchen quasi keine Input-Daten. Ein Bild von der Person reicht uns aus, um einfach ein Talking-Head-Video zu machen mit unseren Gesichtszügen auf dem Gesicht der anderen Person. Das ist schon interessant. Kann natürlich auch wieder hart abused werden, wie wir das schon mal behandelt haben, aber ja, das ist eigentlich mittlerweile schon relativ normal, würde ich sagen. Und ich denke, wenn man sinnvoll mit den Daten umgeht und wenn alle wissen, dass sowas existiert, was auch ein Grund ist, warum ich dieses Video mache, dann kann man da auch sinnvoll damit umgehen und auch das Ganze zu nur einem guten Zweck verwenden und nicht irgendwelchen Quatsch damit machen. Super, das war's von meiner Seite mal wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne wie immer Feedback da. Ihr wisst, ich lerne auch aus meinen Videos und aus dem, was ihr mir sagt. Und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.